Und herzlich willkommen hier in einem neuen Vlog. Wir sind hier gerade in Gottlau, haben jetzt vom Dornheim gerade noch den Schießwagen weggefahren. Ihr seht schon, wir haben hier schon den neuen Schießwagen dranhängen. Also den nächsten Schießwagen schon dranhängen. Wir fahren jetzt nach Grevenhausen. Es geht in einen neuen Vlog. Normalerweise wäre dieses Wochenende frei gewesen, weil der September dieses Jahr 5 Wochenenden hat. Quasi von unseren Veranstaltungen keine auf das fünfte Wochenende gelegt worden ist. Von daher wäre eigentlich frei gewesen, aber hat sich dann doch kurzfristig was mit Schießwagen ergeben. Also Grevenhausen, da fahren wir jetzt hin. Da bauen wir auch gleich auf, das machen wir jetzt gleich in einem Weg, weil heute ist Mittwoch, heute müssen wir noch streamen. Wenn wir dann da aufgebaut haben, dann fahren wir noch rüber nach Bauschein. Bauschein war zwar letzte Woche im letzten Vlog, aber da komme ich erst heute dazu, den wegzufahren. Müssen wir dann noch ein bisschen den Platz sauber machen, weil da immer halt die Sternschnipsel und sowas liegen. Genau, das ist unsere Aufgabe heute und danach gehen wir in den Stream. Ich würde sagen, gar nicht lang rummachen. Ich muss den Kreppwagen hier noch zur Seite schieben. Dann können wir schon eine Abfahrt machen. So, da hinten sind die anderen, sind machen ein bisschen Gestrüpp weg da hinten. So, also let's go. So, dann würde ich mal sagen Abfahrt. Und wie ihr seht, dieser Baum hier vorne, der ist jetzt bald weg. Also fahren wir doch nicht mehr durch den Busch. Ihr seht schon hier, schon ein guter Haufen Grünzeug. Ja gut, also, er macht wieder Pause. Immer nur Pause machen, diese Wichser. So, und ja, wir fahren jetzt, wie gesagt, nach Grevenhausen. Und dann bauen wir da auf und dann geht es weiter nochmal nach Bauschein. Abfahrt. So, Schießwagen steht jetzt drinne. Haben jetzt hier mit den ganzen Leuten reingeschoben, weil ich konnte leider hier nicht vorbeifahren, weil hier der Baum relativ tief ist. Und da komme ich mit der hohen Maschine nicht durch. Das Mod chillt. Wir haben hier noch einen Auskühler stehen, der ist aber nicht von uns. Und halt hier noch zwei, drei andere Sachen. Verlosung und hinten Scheibenwischer. Da hinten kommt noch ein Karussell in die Ecke. Ja, Imbiss, ich glaube, das müsste Ballwerfen noch sein. So, haben wir schon vorne weit festgesetzt, vorne hochgepumpt. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir hier die Klappe ab und machen das alles hoch. Ja, guten Tag. Genau, das machen wir jetzt. Bauen jetzt hier noch auf und ja, was man guckt. So, let's go, würde ich sagen. So, kann mich nicht so leicht abfangen wieder. Der Cosmo klatscht da unten auf wie so ein nasser Sack. So, wir vorne stellen und ob das da vorne mit dem Baum gleich passt. Dann rein. Ich muss immer Cosmo hier hoch. Jetzt muss ich alles selber machen. RIP live. RIP. Live. Okay, dann machen wir die Front mal hoch. Anstrengend, so komplett allein. Na gut, ist halt so. Front steht. Cosmo, der Wichser steht da und lacht mich aus. Cosmo, ja. Wenn deine Hand ist wieder okay, dann musst du alles machen. Ich? Ja, dann stehe ich nur noch da und mach Cosmo. Du machst das, du machst dies. So, dann haben wir schon fast geschafft. Jetzt ist hier ein bisschen laut. Wir haben es fast geschafft, wir machen jetzt noch, was müssen wir noch machen, fertig, oder? Ja. Kabel noch. Ja. Kabel, dann haben wir es geschafft. Gut, Abfahrt. Jetzt hier wieder runter. So, die Schotten sind dicht. Leider noch rein. Zack. Und ja, den Rest macht Crush an. Hier noch die Decken weg, Bilder aufhängen, Ware einräumen und sowas hier auffüllen. Das macht Crush morgen. Wir machen jetzt direkt einen Abflug und wie gesagt, wir fahren jetzt noch nach Bauschein. Noch sauber machen und den Schießwagen wegfahren und dann haben wir es geschafft. Ich würde gerne heute mit Cosmo noch ein bisschen Twitch Things spielen zu Hause. Aber eigentlich bin ich ein bisschen angeschlagen und ich überlege es mir spontan. Dauert ja noch ein bisschen. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 2 Uhr gleich. Bis wir zu Hause sind, ist bestimmt 4. Ja, 4 noch. Dann duschen, bis ich online komme, 5 schon. Na, nee, das ist keine Zeit. Dann noch 2-3 Stunden was zocken. Dann haben wir ja schon COE-Talk und danach machen wir ja Casino. Also keine Zeit, müssen los.
Bruder muss los. So, Schießwagen holen wir jetzt hier noch ab. Wir haben jetzt hier vorne schon ein bisschen sauber gemacht, aber unten drunter ist ja hier immer da, wo die Rillen sind. Legen wir die Schnipsel raus. Da muss man sich echt mal was überlegen. Ja. Und noch sauber machen und dann müssen wir es schon soweit fast haben. So, dann hängen wir noch an und fahren das 10 in den vor und dann noch unten drunter sauber machen. Dann haben wir es schon fast. Dann sind wir wieder unterwegs. So, Schießwagen hängt. Kabel schlauen wir mal gleich dran. Ja. Und genau, jetzt noch sauber machen. Und dann Abfahrt, würde ich sagen. So, Schießwagen steht. Haben wir jetzt mal hier reingestellt. Der bleibt jetzt einfach hängen. Weil Montag geht sowieso nach Rostov rüber. Und ja, genau. Bei uns war es das hier heute. Wir machen jetzt Schluss. Wir sehen uns Donnerstag wieder, denke ich. Werde ich dann rüberfahren oder vielleicht mache ich das auch erst am Freitag, weil das geht am Freitag da erst um 3 Uhr los. Dann fahren wir, keine Ahnung, so gegen 2 rüber, Stream aufbauen und so weiter. Und dann, dann sehen wir uns am Freitag wieder, wenn wir da hinfahren. Crush räumt da morgen ein. Die macht ja kein Video, von daher nimmt es euch auch nicht mit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall am Freitag. Dann gibt es einen Teststream direkt von dort und... Ah, oh, fuck, die Antenne. Nehme ich die Antenne mit oder lasse ich die hier? Nehme ich Antenne mit, aber wo soll ich denn die oben festmachen? Ich glaube, ich lasse sie hier. Ich gehe Risiko. Kein Bock, die jetzt da rauszuholen. Ich hoffe, es geht. Ging ja sonst auch. So, also, wir sehen uns am Freitag. Kuss. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier angekommen. Es ist nicht Donnerstag, wie angekündigt, sondern wir haben schon Freitag. Ich wollte eigentlich Donnerstag hier noch fertig machen, Teststream einräumen und so weiter. Habe ich dann nicht gemacht. Wir sind heute einfach ein bisschen früher gekommen, weil Freitag ging erst um 3 Uhr los. Also wir sind jetzt um 2:30, kurz nach 2 sind wir irgendwann hier angekommen, haben jetzt hier noch eingeräumt. Crush ist dabei, Cosmo, seine Schwester, ist dabei. Und habe jetzt hier die ganze Technik aufgebaut. Und ja, wenn das soweit ist, dann streamen wir gleich. Ich habe leider den Router vergessen. Jetzt nehme ich hier mein Handy. Ja, hier. Habe jetzt hier hingesetzt, habe der Hotspot angemacht. Ist ja derselbe Tarif, also Unlimited. Geschwindigkeit ist auch annehmbar. Ich kann hier gleich mal gucken. So, hier ist die Ding. Wie ihr seht, sehr guter Upload. Und Download auch akzeptabel. So, also ich mache jetzt hier alles soweit ready. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Clips, falls es welche gibt. Und wir sehen uns dann zum Abbau wieder. Ja. Viel Spaß mit den Clips. Die Nuss. Viel Spaß mit den Mädels. Oh, hat geguckt bei dir, Maria, hä? Ja, hat geguckt, Maria, hä? Oh, du bist doch meine Freundin. Notgedrungen, ich würde so eine kleine Kreidetafel auch hier. Die legt ihr einfach hier auf den Boden und dann einfach so dieses. Dopi, neuer T3-Sub. So, dann schreiben wir mal auf. Dopi. Dopi war das, ne? Ja, perfekt. Dopi T3-Sub. T3-Sub. Jawohl. Dankeschön. Ja, genau, wer hat das Graswerk hier raus? Der Hannebambel. So, meine lieben Freunde, das war's mit dem Gräfenhausen-Wochenende und dem Stream. Ja, ich hab schon verstanden, was du gemeint hast. Du bist aber so aufgeregt. Warum bist du so aufgeregt? So, also, wir sind fertig. Ich hoffe, da waren ein paar lustige Clips dabei. Ich hoffe, das Wochenende hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt hier am Saubermachen. Und werden hier gleich auch zumachen. Alles gut, hat schon angefangen. Man sieht, der ist schon dabei. Da hinten auch schon. Da hinten links um die Ecke steht noch ein Scheibenwischer. Der hat auch schon angefangen. So. Also, wir machen jetzt hier fertig, sauber machen. Ich räume jetzt gerade noch die Sachen weg und dann geht es auch schon Richtung Abbau. Ich hab Lust, Kappa. Ich habe auf jeden Fall Lust. Ja gut, also wir fangen an. Es geht los. Abtransport machen wir morgen. Das machen wir heute noch nicht. Heute erstmal abbauen. Schon wieder wechseln. Uff, Alter. 1 Euro willst du für die 2 Euro?
Ja. 1 Euro? Nein, zweimal 1 Euro. Oh, warum? Ja, weißt du, gut. Du auch. Hier wäre richtige Wechselschube hier. Ja, der Mann verwechselt nicht mit da. Der schnitt mal da. Ja. Ja, was ist meine Gewinnbeteiligung wegen Wechseln? Was ist denn die Gewinnbeteiligung wegen Wechseln? So, gut. Also, wir haben jetzt auch den Kindern alles gewechselt. Kleingeld ist jetzt gleich leer. Und wir machen hier, wir starten jetzt durch. Dann ist heute bei Zeiten Schluss hier. Tablet ist auch noch am Start. Also habe ich schon ausgeschaltet, aber ihr seht. Aber es macht immer noch seinen Dienst, das Ehrentablet. Okay, wir starten. Nicht lange rumquatschen. Ich halte mich schon wieder auf mit euch. Je schneller bin ich zu Hause. Let's go! So, dann oben. Mal jetzt hier die Front wieder runter. Gucken, wie das hier beim Baum klappt. Ja, let's go. George, Olaf, der aus dem Dschungel kam. Nicht George, der aus dem Dschungel kam. So, wieder runter. Machen wir unten noch weiter. So, Front ist unten, wie ihr seht. Und ist auch schon hier ein Boden hochgeleiert. Den Fußboden hochgeleiert. Machen wir gerade hier vorne alles weg. Die Scheiben sind schon weg. Und ja, Scheid. Olaf Bibelix. YouTube, Twitch, Instagram, Twitter, Facebook. Überall am Start. Schaut euch mal die ganzen Sachen an, da wo ihr unterwegs seid. Eure Kurs. Ich mach weiter. Wollte nur kurz den Status geben. Ich mach weiter. Harte Go. So, wir haben jetzt abgebaut. War immer noch relativ früh. Wo haben wir jetzt? 8:45. Also wir sind immer noch relativ früh, aber hat jetzt unnötig länger gedauert, weil am Schießwagen ist es so, du musst von außen einen Knauf dran haben. Du darfst kein Hebel dran haben, dass man von außen aufmachen kann einfach. Und ist gesetzlich vorgeschrieben. Ja, also. Tür ist zugeflogen, ich hatte vorne aber schon zu und auch hier schon das Schloss drinne gehabt, ja, und vorne schon die Schrauben und so, aber hauptsächlich wegen Schloss war halt kacke, hat mich ausgeschlossen, man hatte aber noch vieles draußen liegen gehabt, die Bolzen, die Stangen, die Stützen, Holz und so weiter, ja, hat jetzt ein bisschen gedauert, kam Crush vorbei, muss jetzt vorbeikommen, hat den Schlüssel gebracht, damit ich nochmal aufschließen konnte, ciao, mach's gut. Und genau, damit ich jetzt noch aufschließen konnte, den Rest reinmachen. Ja, unnötig. So, auf jeden Fall, das war's mit Gräfenhausen. Ansonsten sehen wir uns am Morgen wieder. Morgen auch Vlog, aber wir starten morgen schon den nächsten Vlog. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Videomaterial für Gräfenhausen zusammengekommen ist. Wird halt ein bisschen kürzerer Vlog. Ist halt so. Ich sag mal so, ich bin sowieso, was Videos Länge angeht, bin ich sowieso krass drüber immer. 20, 30, 40 Minuten Videos. Und die meisten machen alle nur so 10 Minuten Videos, diese Standardkacke. Und ja, auf jeden Fall, das war's mit Gräfenhausen. Wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise morgen für euch nächste Woche im nächsten Vlog. Und ja, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da. Abonniert den Kanal. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kuss geht raus. Wir sehen uns morgen.